Wir haben die Barsche gefunden. Sie stehen heute im Kraut. Manchmal gibt es so Tage, da wisst ihr, eigentlich sind Fische am Platz und die fressen auch irgendwie, aber trotzdem fangt ihr sie nicht. Dann habe ich zwei ganz geile Methoden, wie man die Fische dann trotzdem noch überreden kann. Vor allem geht es jetzt hier um Barsche. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dran. Ich bin Maxi und ihr guckt Angeln maximal. September und August ist immer eine richtig geile Zeit für Barsche am Bodden bzw. an den Bodden. Wir sind jetzt hier am Kubitzer und haben uns in Stralsund ein Boot gemietet von Basti. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal abchecken, die Seite von ihm, Sundangler. Und haben das Problem, dass das Wasser extrem klar ist, die Fische sehr aggressiv und sie auf normale Köder bzw. normal geführte Köder einfach nicht beißen. Das heißt, wir nehmen ganz normalen Gummifisch, kurbeln den am 7 Gramm Kopf ein oder jiggen ihn über die flachen Stellen, wo die Barsche halt stehen. Die stehen im Moment so zwischen 2 und 3 Metern und die beißen einfach nicht. Das Problem ist, dass sie auf diese Köderführung nicht reagieren, weil sie, ja, entweder sind sie manchmal zu faul oder sie sind halt richtig aggressiv und wollen dann auch richtig aggressiv geführte Köder. Deswegen mache ich Folgendes. Ich nehme mir meinen Köder, den ich sonst auf 2 bis 3 Metern vielleicht mit 7 Gramm maximal fischen würde, eher aber 5 oder sogar 3,5, und hänge da jetzt hier in dem Fall eine 21 Gramm Murmel vorne ran. Das heißt 21 Gramm Jigkorb für einen Köder mit 4 Inch, den ihr auf 2 bis 3 Metern fischt. Normalerweise natürlich viel zu viel, aber dieses überbleite Angeln ist teilweise mega geil. Ihr kurbelt den Köder ein und kriegt halt brutale Bisse, weil er einfach viel schneller unterwegs ist, als er normalerweise unterwegs wäre. Das heißt, entweder kriegt ihr einen Biss beim Kurbeln, ihr könnt natürlich auch mit einem leichteren Jigkorb schnell kurbeln, dann seid ihr aber weiter oben, oder ihr kriegt eben einen Biss beim Absinken und dann sind die Bisse so brutal, weil sie den Köder natürlich schnell wegatmen müssen, denn es ist einfach keine Zeit, um lange zu überlegen oder nachzudenken, ob sie den Köder nehmen. Die sind aggressiv, die Fische, und dann brettern die darauf. Wenn ihr den gleichen Köder einfach mit 5 Gramm oder wie gesagt 3,5 Gramm fischen würdet, würde gar nichts passieren. Haben wir jetzt die letzten Tage wirklich mehrmals erlebt. Anders funktioniert es nicht, es funktioniert nur mit diesen überbleiten Köpfen. Ihr könnt dafür eigentlich jeden Gummiköder nehmen, den ihr sonst auch benutzt. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier im Moment mit 4 Inch am besten gefangen und vor allem in der Farbe. Das ist halt typisch für einen Bodden, dass man blau-weiß gut fängt. Was bei dem Licht auch noch richtig gut war, ist Motoröl. Motoröl einfach auch eine Waffe. Hier der Dude in Motoröl ist auf jeden Fall richtig geil, weil er auch nicht ganz so schnell kaputt geht wie andere Köder. Oder was auch richtig top war, Salt and Pepper mit einem chartreusen Schwanz. Und abends habe ich dann nochmal richtig gut auf diese extrem knalligen Farben hier gefangen. Leider hatte ich den Dude jetzt nicht mehr in 4 Inch. Den haben sie mir schon komplett zerpflückt, aber der hat auf jeden Fall auch gut funktioniert. Was auch noch richtig geil ist, wenn die normalen Gummis nicht funktionieren, beziehungsweise wenn ihr einfach noch ein bisschen Sound haben wollt, sind Lipless Crankbaits. Lipless Cranks sind, ja, wie der Name schon sagt, Crankbaits ohne Schaufel, die ihr einfach nur durchleiert, beziehungsweise zwischendurch mal absacken lasst, und die sind extrem laut. Viele sagen auch Rattlebaits dazu. Die sind halt einfach voll mit Kugeln und machen die Barsche halt richtig verrückt. Allerdings sind es auch Köder, die sind wirklich immer hopp oder top. An einem Tag funktioniert es mit denen richtig gut und an einem anderen Tag überhaupt nicht. Noch ganz kurz zum Gerät. Ich nehme jetzt hierfür eine etwas schwerere Rute. Das heißt, sonst würde ich auf Barsch mit unserer Swift angeln, beziehungsweise mit der Sparrow. Die Swift mit 18 Gramm geht auch noch. Damit kann man aber nicht mehr ganz so schwere Köder werfen. Hier habe ich jetzt die Jigsaw in 2,40 Meter bis 40 Gramm. Die ist perfekt, macht sich richtig gut, um die Köder zu führen, und ist außerdem auch noch gut, weil man andauernd Hechte und auch Zander raufbekommt, die dann halt mit der Rute noch geiler zu drillen sind, beziehungsweise denen man noch ein bisschen mehr Einhalt gebieten kann. Außerdem haben wir natürlich auch immer so ein internes Battle hier auf dem Boot und ich will genauso viele Fische fangen, beziehungsweise noch mehr als mein Mitangler. So ein Hecht dauert halt ewig mit so einer leichten Rute. Mit der etwas schwereren Rute könnt ihr ein bisschen gegenhalten und außerdem auch die Fische besser vom Kraut fernhalten. Ich würde sagen, wir wollen natürlich auch zeigen, dass die Dinger funktionieren und dass diese Methode funktioniert. Wir fahren jetzt mal raus. Draußen ist es leider eigentlich zu windig zum Filmen. Das heißt, wir versuchen es, aber ich weiß nicht, wie geil dann der Ton ist. Müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt erstmal den Hauptteil hier gedreht, versuchen jetzt aber noch ein paar Fische ans Band zu kriegen, die euch zu zeigen, und ja, hoffen, dass das mit dem Wind da draußen funktioniert. Jetzt fahren wir auf jeden Fall raus und werden die Dinger hier komplett zerstören. Da sind wir. Ab geht's. Die Köderführung ist echt nicht kompliziert. Ihr müsst einfach nur wie gewohnt jiggen, bloß die Geschwindigkeit hochdrehen. Da habt ihr halt nur eine ganz kurze Absinkphase, aber in der knallt es dann meistens. Also auf den Lipless Crank kam jetzt hier schon ein paar an dem Spot. Das ist halt eine Kante, die geht von einem halben Meter runter auf 4 ungefähr. Genau an der Kante hocken die Barsche. Hier geht halt mega Strömung lang, ist total windig. Die drückt hier richtig viel Wasser runter. Ja, und geführt wird das Ding, dieser Lipless Crank, entweder wie ein normaler Crankbait, das heißt einfach nur kurbeln und mal einen Spinnstopp machen, oder ihr fischt den einfach wie ein, ja, wie ein Jig. Wie die überbleiten Jigs eigentlich. Also schön anruckeln und dann wieder ein bisschen absinken lassen. Oh, Fisch. Geilo, das läuft wieder mit den überbleiten Jigs. Kommt da angeflogen. Nice.
Stut und Barsch. Cool. Ja, sind im Moment nicht die allergrößten, die wir hier am Platz haben, aber es ist krass windig draußen, deswegen fahren wir da lieber nicht hin. Hier hat man mit denen auf jeden Fall auch eine Menge Spaß. Schnell zurück. Und jetzt hat es auf den überbleibenden Dude geklappt. Das ist der Barsch, das ist der Köder. 18 Gramm und wir haben 2,8 Meter Tiefe. Im Flachen auf den Köder richtig überbleit, hat es geknallt. Insgesamt sind wir jetzt, warte, Clemens gerade ein, ich gerade ein, bei 34. 34 Fische in, ja, nicht allzu langer Zeit. Mal gucken, ob wir direkt noch einen kriegen. Ein typischer Barsch-Talk. Oh Junge, wenn da eine B9 vorbeikommt, musst du aufpassen, da stehen sie schon wieder und ziehen raus. Das fühlt sich eher nach Hecht an. Oh ne, ist ein schöner Barsch. Fette Kirsche, Alter. Yes, Baby! So müssen die aussehen. Ah, geil! Fettes Ding! Der hat dicke 40. Und wie er sich den Köder weggepellt hat, ey. Die sind so agro, die Viecher. Komplett weginhaliert. Köder, Fisch. Geil. Das sind die Fische, wegen denen wir hier sind. Richtig fette Barsche. Mit der Jigsaw. Kameramann gehakt. So. Wird der mal noch schnell vermessen. Übrigens die einzige Methode, wie man Barsch wirklich richtig messen kann, wie man überhaupt jeden Fisch richtig messen kann, ist mit so einem Maßband, wo er raufgelegt wird. Vorne ist er dran mit dem Maul und hinten ist die Schwanzflosse drüber über der 42. Einzige Variante, wie man einen Fisch richtig misst. Ja, zusammenfassend kann man sagen, es ist wirklich nicht so schwer, dieses, na doch, eigentlich ist es schon schwer, ist ja überbleit. Aber ja, es ist jetzt nicht krass aufwendig, braucht nicht viel Zeug dafür und man kann es einfach immer mal ausprobieren. Wie gesagt, einfach nur ein paar schwerere Jigköpfe mitnehmen, als ihr sonst bräuchtet. Und wie gesagt, die Rasselköder auch immer noch eine richtig geile Alternative, wenn die Fische entweder extrem aggressiv sind oder nur dem Köder hinterherkommen und nicht richtig beißen wollen, zum Beispiel, weil das Wasser zu klar ist oder weiß der Kuckuck. Wir haben auf jeden Fall ein paar ganz geile Barsche gefangen. Insgesamt sind wir jetzt so bei 40, 50 Stück. Wir fangen jetzt auch noch ein paar. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, könnt ihr auch gerne mal zum Bodden hochkommen. Und ansonsten liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Auf jeden Fall, wie gesagt, immer Instagram folgen, denn da habe ich so eine Sachen wie heute hier immer in meinen Insta-Stories. Ja, dann kann man nämlich noch ein bisschen mehr angeln sehen als in den Angeln-Maximal-Videos. Ihr solltet das Ganze auf jeden Fall mal ausprobieren. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es schon mal probiert habt und was so eure Erfolge dabei waren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.